Hallo liebe Freunde von Auswandern in Thailand, herzlich willkommen da bei Suwan Gatten, bei der Caravan und beim Karl. Heute kriegen wir eine Lieferung, aber ich hörte jetzt noch nichts, was ganz Hartes, Besonderes. Lassen Sie euch überrascht sehen, gleich nach dem Intro. Heute kommt endlich unser Bambus, den wir bestellt haben. Bambus für meine zwei Bambushäuschen. Thailändisch Salat. Da mache ich zwei Salats. Zumindest mal versuche ich es. Das ist spezieller Bambus-Schägrad. Extra ausgesucht für so Sachen. Einwandfrei. Sind also 70 dünne Stäbe und 9 dicke Stäbe für die Füße quasi. Und die sind jeweils ungefähr 8 Meter oder sowas, schätze ich immer, ne? Muss ich mal neu in die Koran rufen, wo das kommt. Weil, wie gesagt, das ist spezieller Bambus, wo also richtig stark ist und vor allen Dingen lang hält. Da ist jetzt vorwärts drin gefahren, er will lieber rückwärts drin fahren, sagt er. Aber bin ich mal gespannt, was es kostet. So ungefähr hat er gesagt, zwischen 3.000 und 4.000 Baht. Schauen wir mal. Die Hunde habe ich weggemacht. Weil wenn du so viel Thailänder rumlaufst, ist immer gefährlich mit 6 Hunden. Ne? Da ist das schon besser, mal das wegmachen. Ne? Das ist halt schon ziemlich lang und wir haben so kleine die Infahrt, wo man geht so ein bisschen Bergel hoch. Kommt gerade so vorbei, weil durch die Schräge halt von dem Pickup. Guck das weit von innen aus. Ne? Na, da bin ich immer gespannt, wie der Karl das hinkriegt. Aber das sehen ja alle gar. Bei Twitch kann er zugucken, live, wie ich das baue. Schauen wir mal. Ach, ich freue mich schon drauf. Es macht mit Sicherheit Spaß. Heute hatten wir übrigens auch noch ein tolles Ereignis. Heute hat es das erste Mal an MDA 3 Eier gegeben. Ne? Also 3 Eier. Batter hat sich auch gestrengt. Ne? Unser Leithuhn hat die auch noch angestiftet, dass es auch ständig Eier mache. 3 Eier hat es gegeben. Also das war bis jetzt der höchste Stand, also Höhepunkt unserer Hühner. Unsere Hühnerfarm ist zu schön mit den Hühnern. Vorhin haben wir sie gefüttert, so mit so Spezialitäten. Ne? Wie Papaya, das essen sie gern. Und Damlung, sagt mein Koran immer dazu, das essen sie auch so gern. Und ach Gott, ich kann sie in den Arm nehmen, ich streichel sie, das ist zu hart. Ne? Ich kann sie richtig auf den Arm nehmen. Zu schön, aber das zeige ich euch auch noch. Jetzt fahrt er rückwärts drin. Ah, das ist schon ein bisschen was. Ne? Ich will 2 von den Salats machen. Sehen wir mal, was der Poste schön gerade. Ah, super, wirklich toll. Schöne Poste, klasse Dicke. Einwandfrei her. Guck mal, ich lasse auch. Toll, ne? Oh, das ist schon lang da. Ah, guck mal, ja. Nur was er mal locken mit dem. Okay, kommt gerade so ein Lauf vorbei. Prima. Ah, hopp dann, ne? Gut. Super. Kommt Agelauf in voller Gardemontur. Die hat die Torwacht gemacht. Die Türwacht. Oh, schön gerade. Hat schön ausgesucht. Ne? Ja. Bin zufrieden, aber so wie es aussieht. Schon gefunden, Mann. Langt. Mensch, langt nicht. Ja, Minute. Ah ja, warte halt mal. Aber von der Mischung, schöne Mischung, finde ich. Siehst du, bei deinen Stämmen habe ich ja auch. Wo ist das? 7 Stück da rüber, an die Seite habe ich gesagt. Oh, komm mit hin! Ach so, okay. Naja, aber schön ausgesucht, doch, muss ich sagen. Also, sieht klasse aus. Guck mal da an, ich habe gar nicht gewusst, dass Bambus so gerade sein kann. Hey, wirklich.
Schatzi, woher kommt jetzt der Bambus? Rajinburi. Rajinburi, also aus Rajinburi kommt der beste Bambus. In Chandaburi ist nicht erlaubt, Bambus zu schneiden. Ah, so, das ist extra gemacht für die Sache. Also das wird extra gepflanzt. Nicht vom Urwald. Nicht vom Urwald, sondern kommt direkt aus Rajinburi. Das wird das gepflanzt. Der Bambus extra für Bambus halten. Das ist richtiger Bambus, mit dem man halt was bauen kann. Da werden auch Gerüste gebaut und alles mögliche mit dem Bambus. Aber jetzt guckt euch das mal an, wie gerade das ist. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also ich hätte das nie gedacht, dass Bambus so gerade sind von her. Unerkleidung. Ja, Bambus ist auch sehr scharf. Na, sie lebt doch da dann auch, egal. Egal, Schatz, egal. Egal. Aber gucken euch das auch her. Hä? Ah ja, natürlich, natürlich. Okay. Einwandfrei, gucken euch das auch. Hä? Klasse. Also ich freue mich auf jeden Fall immer schon. Einer von den Salars kommt da her an meinen Gartenteich. Da mache ich einen Salar, wo man sich sitzen kann. Und der andere Salat, den mache ich da unten, wo die Korn als eher Kochstreams macht. Und das ist einer, wo man sich dann mittags hinlegen kann und ein Schläfchen halten kann. Sind wir mal gespannt, wie es funktioniert. Ich habe ja keine Ahnung, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Aber ich traue mir es zu. Ich habe im YouTube ein paar Videos geguckt, das wird schon klappen. Ich habe in meinem Leben noch kein Hühnerhaus gebaut und das ist auch schäbe und funktionabel. Man muss sich halt nur informieren und ein bisschen gucken. Und da geht das schon. Dünne kommt auf die Seite hier, weil das brauche ich das erste. Guck mal an, was tolle glatte Dinge her. Die gerade her, klasse. Fantastisch, guckt er das auch her. Also ich bin begeistert, doch. Gute Ware, worüber ich komme, ist also top. Gibt's nichts. Bin ich echt mal gespannt, was es noch kostet. Ob sie mich auch im Preis, da überrasche. Ja. Also frisch verarbeiten wie das Beste, also nicht austrocknen lassen. Am besten lassen, dass ich Fachen schaffe. Also so. Vorhin hat er als erstes gleich Brot. Ja, das war Klick. Wir waren da unterwegs, auch mit Twitch Streamerin. Und hat die Korn ein Auto gesehen mit Bambus oben drauf und da sind wir dem schnell gerade in den Notfall. Und was ein Klick, es war so gewesen, dass sie dann tatsächlich sagen, ja, wir tun das liefern, das ist unser Job. Wenn er also brauche, wir bringen euch. Ne? Da haben wir uns mit denen in Verbindung gesetzt. Und ja, innerhalb von zwei Tagen war das Zeug dann da. Also drei da. Klasse, also der Bambus ist richtig gut was Roland. Ach, das freue ich mich schon richtig zum Kaffee, Leute. Schön heiß wird da gebaut hier. Wollt du auch Salat machen? So mit Bittungpost und sowas. Dann habe ich gesagt, nee, du musst auf die Seite. Wir haben ja so Salat auf der anderen Seite oder einer aus Holz und einer aus Bittung. Aber auf die Seite machst du Bambussalat. Und dann gucken wir mal, Leute. Das ist unser Wirtschaftsbereich mit Gartenteich, mit Fische drin zum Züchten, mit unseren Hühnern da übel, mit unserem Kräutergarten und unser Haas auf der anderen Seite. Da muss so Salat an. So richtig schön aus Bambus, so richtig schön traditionell. Da ist meine, wie heißt der? Heuschrecke, sorry. Ja, Vogelscheuche, genau, Vogelscheuche. Da kommt das an. Als erstes muss ich deine Baum da ab, also als nächstes muss ich deine Baum abmachen da. Das ist alter, wie sagt man wieder dazu? Mangobaum, uralter, den muss ich jetzt abmachen, bevor ich das heiße da baue. Aber ich fange am anderen heiße auch da über. Das andere heiße, wo ich da noch baue, kommt da rüber. Sind wir da an unserer Feuerstelle vorbei. Kommt also daher, wo wir die gemütliche Ecke haben, da an der Pool-Area. Und da direkt unter den Baum mache ich das Häuschen an. Das wird das erste Häuschen. Da kommt das Häuschen an zum Liegen. Ja, jetzt sind wir gerade Dosen, zeige ich euch auch mal den Hasenstall, wo ich neu gemacht habe. Oder bin ich gerade dabei im Neumachen. Ihr seht sie, ich habe eine höher gemacht. Ich habe eine gestrichen schön. Ja, unser Häschen. Fühlen sich auch wohl, schätze ich mal. Da muss da zeichnen. Das ist genau richtig. Richtig schön. Natur. Einwandfrei. Guck euch das an her. Klasse. Was soll's? Nein,
Alle hopp, prima. Aber ein bisschen mehr bezahlen, holen wir nicht so von, nicht so viel. Ne? Ja, kein Problem, ah, ja. Kein Problem. Ja. Schon bezahlen oder was? Nee, ich weiß, wie was kostet. Ah, von einer Pi. Ja. 3.500, gut, ja. Okay, genau der Preis, wo ich mir gedacht habe. So, die Chefin macht jetzt das Deal. Dem rauslassen, ich lasse die Hunde raus. So, unser Bambus ist da. Und ihr wisst Bescheid, liebe YouTube-Gemeinde.
super, dass man das gläbliche Bad Lecherburg. Muss man hier gucken, wie man das macht. Ach, ich bin echt mal gespannt, wie ich das hier. So, und wir lassen uns überraschen, oder ihr lasst euch auch mal überraschen, ob der Kallemann das hier kriegt. Er weiß es auch nicht, aber hopp, probieren geht über studieren. Der schlaue Spruch ist mir aber eingefallen. Na, auf jeden Fall, ich freue mich riesig drauf, echt. Ich habe mir noch einen Nagel abgestellt und eine Säge, eine spezielle, wo man das anständig machen kann. Und wir holen mal Musik, wie wir es hinkriegen. Ne? Oh, Schätzle, jetzt haben wir unser Bambus, ne? Ja, schon. Und wie ist deine Meinung? Ja. Gut, ne? Schön gerade. Ja. Bin wirklich erstaunt. Schon gar nicht gedacht, dass Bambus so gerade ist, hätte du noch keiner mehr. Also echt kolossal, ne? Weißt du, was Arbeit? Wie Arbeit? Auf vormachen. Was? Gerade mal und die Stoppe abmachen. Schäle, die Spitze abmachen. Komplett, muss schneiden. So. Ja, ja, ich weiß, das habe ich im Video schon gesehen, YouTube. Komplett. Aber, das sind deine Arbeiten. Aber, ja, gut Messer. Du kriegst ein gut Messer von mir. Geht das nicht, das Messer, du mein Spezialmesser? Chassi, Messer, immer gut scharf. Aha. Nicht so. Und dann, was schneiden, mit dem Wettersehen vor. Das brauchen wir noch, richtig. Vor Hund, Gadei, komm auch. Aber was, das ist, wir können mit dem Haar, wir können nicht so viel von dem, aber man hat Holz. Ja, man sieht es, guck mal, wie dick das ist, ne? Das ist ja die Leute. Warte mal, halt mal, halt mal gerade. Gut, du. Du kannst das machen. Ne? Schei. Man kann ja sich. Und das spezielle Bambus eben für so Sachen zu machen. Heute ne? Macht für Leiter vom Holz. Ja, tun sie für die tun sie Leiter ne? Machen, ja? Ja, teuer, ne? Also die Leute waren hier in Thailand, werden die Leiter dort mitgemacht, ne? Oh, ich guck Messer. Ganz gute Messer. Ja, ja. Prima, ne? Ja, aber ein Fehler. Kann Hunde noch mal. Ah, das ist schon ein bisschen was am Bambus, Schatz. Ah, ich glaube schon, dass das genug ist. Wir haben jetzt 70 von deinen dünnen Stäben. Und, ach, du, die vergessen sind. Von Dach auch, ne? Du weißt, ne? Ne, Dach brauchst du bloß die, brauchst du nur die Verstrebung. Und das andere kommt ja das, wie heißt das andere? Das mag, das andere Dach kommt ja drauf. Natürlich Verstrebungen, natürlich. Ja, ja. Ja, aber nicht viel. Eben, aber nicht viel. Ja. Trotzdem, Gottes Wille. Vorher darfst du nicht vergessen. Guck mal, da habe ich jetzt seit 7 Stück von deiner großen Poste. Mhm. Und da brauche ich, und die haben ungefähr 10 Meter lang sind die, Schatz. Ja. 10 Meter, das sind 70 Meter für Poste. Jetzt darfst du auch nicht überlegen, ich brauche hier bloß 8 Poste, a 2,20 Meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ja, 7 Stück, genau. Mhm. Und ich brauche hier bloß von deinen 70 Meter Poste, Schatz, brauche ich hier bloß ungefähr 17 Meter. Ja. Das ist schon. Also von denen haben ja ganz viel übrig. Und die Sachen nehme ich natürlich für, gut, ich habe so einiges vor, also verschiedene Möglichkeiten, wie man was machen kann. Ich bin mal gespannt, wie ich es hinkriege. Ne? Ich bin ja. Aber drei Arbeit. Ja, je frischer, desto besser. Ich habe es mitgekriegt vorhin. Ne? Genau so ist es. Ne? Ja, ich kann machen. Ich habe kein Problem. Ah, das weiß ich doch. Meine Freche kann alles machen. Bloß mit deinen Schuhen, nicht wo du Arsch. Korn hat die Gummistiefel schon ausgezogen. Ja, er hat normale Gummistiefel da noch drauf. Naja, okay, ne? So, ihr Lieben, das war's heute von uns. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ist ja ganz interessant mit dem Bambus, ne? Aber es wird noch spannender. Warten wir ab. Das war's von der Koran, vom Karl hier aus Suwandgarten. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai.